Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Handel. Sie haben vielleicht schon das Mikrofon benutzt, was Ihnen aber nichts nützt, weil dieses Mikrofon nur auf die Kamera geht. Tja. Dieses Mikrofon muss an die Fläche sein. So. Aber für die Kamera, guten Tag, liebe Zuhausegebliebenen. Ja, willkommen zur Vorlesung Handelsrecht. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass wir in der letzten Woche endgültig mit der Checkliste durch sind, was man nach dem Juristenausbildungsgesetz im Handelsrecht wissen muss. Jetzt könnte ich sagen, wir machen den Rest des Semesters frei, aber das tun wir nicht, sondern wir gehen schon einen Schritt weiter und machen jetzt andere Gebiete, die Sie kennen müssen, nämlich Zivilprozessrecht, damit Sie, wenn das Zivilprozessrecht in der Vorlesung richtig drankommt, schon perfekt vorbereitet sind und was dazu sagen können. Natürlich mache ich nicht irgendwas im Zivilprozessrecht, genauso wenig wie ich hier irgendwas im Schuldrecht gemacht habe, sondern ich mache das, was wir im Handelsrecht mit Zivilprozessrecht zu tun haben, nämlich Fragen von Zuständigkeiten und Schiedsverfahren. Das müssen Sie eh kennen. Da habe ich mir gedacht, wenn es was mit Handelsrecht zu tun hat, kann man es auch jetzt schon mal machen. Nochmal, das müssen Sie wissen. Das ist nicht irgendwie aus dem Spaß, aber das müssen Sie erst demnächst wissen. Ja? Das kommt nicht in der Klausur jetzt dran. Ja? Aufschreiben kommt nicht in der Klausur dran. Ich habe letzte Woche versucht, Ihnen zu erklären, es geht um örtliche und sachliche Zuständigkeiten. Zunächst mal. Und wir haben gelernt, bei der sachlichen Zuständigkeit geht es um die Frage, ist das Landgericht oder das Amtsgericht zuständig? Das Amtsgericht, wissen Sie alle, da sitzt ein Richter ganz alleine und der macht einen Fall nach dem anderen. Wenn Sie also irgendwo 2,50 Euro einklagen wollen oder bis zu 5.000 Euro, dann gehen Sie zu diesem Richter am Amtsgericht und der entscheidet das. Sie brauchen keinen Anwalt, Sie können das einfach selber machen, aus Spaß. Und das ist für den Richter nicht ganz so spaßig, wenn beide Leute Laien sind. Keiner von den beiden hat nur ein bisschen Ahnung von Jura und die meckern sich dann gegenseitig an mit handschriftlich geschriebenen Schriftsätzen. Und dann stehen die in der Verhandlung und brüllen sich alle an und der Richter kann dann sagen, ja, einigen Sie sich, das BGB ist so und so. Das ist Amtsgericht. Geht bis 5.000 Euro. Eine andere wichtige Grenze kann ich Ihnen auch schon sagen. Es gibt einen Paragraphen 495 AZPO und der sagt, wenn es unter 600 Euro sind, kann der Richter nach freiem Ermessen entscheiden. Und das bedeutet, er kann dann, also nach freiem Ermessen das Verfahren führen, nicht nach freiem Ermessen entscheiden. Und das bedeutet, er kann dann einfach mal so Zeugen per E-Mail hören oder anrufen oder was auch immer. Da gilt die ZPO nicht mehr so ganz. Da gibt es auch kein Rechtsmittel gegen, das heißt, wenn der Richter entschieden hat, haben Sie verloren, können nichts dagegen tun. Das Landgericht ist das Gericht der Profis. Da dürfen Sie nicht mehr auftreten. Selbst wenn Sie 50 Semester Jura studiert haben, dürfen Sie nicht vor dem Landgericht auftreten. Selbst ich, der immerhin 2 Staatsexamen hat, immerhin Professor in Bonn ist, darf vor dem Landgericht nicht auftreten. Warum nicht? Weil das ein Anwaltsprozess ist und da haben die Anwälte ein Privileg. Die dürfen alleine vor dem Landgericht auftreten, nur Anwälte. Das heißt, die Richter am Landgericht haben eine etwas chilligere Atmosphäre, da kommen nicht mehr die Leute, die sich bezoffen, sondern kommen Anwälte, die kriegen Geld dafür, dass die ein bisschen Show machen. Sie können nie beim OLG anfangen. Das OLG, OLG Köln, OLG Düsseldorf, OLG Hamm, ist nie erstinstanzlich zuständig im Zivilprozess. Sie fangen immer entweder beim Amtsgericht oder beim Landgericht an. So einfach ist das Leben. Ja? Im Strafprozess kann ich Sie bis vom BGH vertreten, ich kann vom Bundesverfassungsgericht auftreten, aber nicht vor dem Landgericht. So will es der Gesetzgeber. Wenn Sie die Frage geklärt haben, geht es um 5.000 Euro oder geht es um weniger als 5.000 Euro, wissen Sie die sachliche Zuständigkeit. Die andere Frage ist die örtliche Zuständigkeit. Welches von den ganzen Gerichten in Deutschland ist zuständig? Es kann ja sein, dass Sie immer schon mal nach Leipzig fahren wollten. Dann sagen Sie, ich klage beim Amtsgericht Leipzig. Und wenn dann mündliche Verhandlung ist, dann müssen Sie da hinfahren und dann können Sie da in Leipzig verhandeln.
Voraussetzung dafür ist aber, dass eine örtliche Zuständigkeit gegeben ist. Und die örtliche Zuständigkeit ist grundsätzlich auch einfach. Sie klagen da, wo der Beklagte seinen Wohnsitz hat. Also wenn Sie 500 Euro haben wollen von jemandem, der in Berlin wohnt, klagen Sie in Berlin. Wenn Sie 500 Euro von jemandem haben wollen, der in Hamburg wohnt, klagen Sie in Hamburg. Und das ist für Sie schön, weil wenn Sie gewinnen, kriegen Sie die Reisekosten erstattet. Ja? Davon gibt es aber Ausnahmen. Die eine Ausnahme sind besondere Gerichtsstände. Besondere Gerichtsstände sind Wahlgerichtsstände. Sie haben also eine Wahl zwischen dem Allgemeinen, da wo der wohnt, und einem Besonderen. Besondere sind zum Beispiel da, wenn Sie einen Unfall gehabt haben, einen Autounfall. Dann macht es wenig Sinn, da zu verklagen, wo der wohnt oder wo Sie wohnen, sondern Sie können verklagen, wo der Unfall stattgefunden hat. Das ist ein besonderer Gerichtsstand. Oder wenn Sie ein Ferienhaus haben in Greifswald und da ein Handwerker aus Hamburg in dem Haus in Greifswald gearbeitet hat, haben Sie die Wahl, entweder in Hamburg zu klagen oder in Greifswald. Ja? Toll. System verstanden? Und dann gibt es noch ausschließliche Gerichtsstände. Die heißen deshalb ausschließlich, weil die schließen alle anderen aus. Das heißt, alle anderen gelten nicht. Das ist dann zum Beispiel, wenn es um Grundstückssachen geht. Dann sagt man ausschließlich da, wo das Grundstück ist. Und woran erkennen Sie, was ausschließlich ist? Ganz einfach, steht im Gesetz drin. Wenn da steht ausschließlicher Gerichtsstand von bla bla bla, dann ist halt alle anderen nicht, sondern nur der. Da haben Sie dann keine Wahl. Gut, das ist ZPO, mehr müssen Sie dazu nicht wissen. Warum machen wir das? Habe ich Ihnen letzte Woche schon versucht zu erklären. Weil wir hier sagen, Sie können den Gerichtsstand auch durch Vertrag festlegen. Sie haben vielleicht schon mal so AGB gelesen, wo darin steht, unser Gerichtsstand ist Paderborn. Nie gesehen, gut. Wenn Sie so Software runterladen, zum Beispiel bei Windows hier dann da, alle Klagen sind einzureichen in Seattle, beim District Court, irgendwo. Das ist eine Gerichtsstandsvereinbarung. Wenn Sie einen Vertrag annehmen, haben Sie eine Vereinbarung, dass das Gericht da und da entscheiden soll. Unsere ZPO sagt, Sie sind alle nicht in der Lage, solche Vereinbarungen abzuschließen. Wenn Sie so eine Vereinbarung abschließen wollen, ist sie von vornherein unwirksam. Warum? Weil das Gesetz sagt, ein an sich unzuständiges Gericht wird durch ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung nur dann zuständig, wenn die Parteien Kaufleute sind. Ja? Das heißt, nur Kaufleute können sich die Gerichte durch Vertrag auswählen. Schwierig? Nein. Frage, warum ist das so? Weil man sie nicht in die Pfanne hauen will. Man könnte ein Gericht benennen, was ganz weit weg von ihnen ist, wo sie nie hinfahren würden und das würde sie abhalten davon, Klage zu erheben. Oder der könnte sie verklagen, irgendwo auf der Schwäbischen Alm und sie müssten dann dahin fahren, um sich zu verteidigen. Und das möchte man ihnen nicht zumuten als Verbraucher. Deshalb sagt das Gesetz hier klipp und klar, nur Kaufleute können solche Vereinbarungen treffen. Jetzt staunen Sie alle. Davon gibt es auch Ausnahmen, nämlich, ich habe Ihnen eben gesagt, wenn ausschließlicher Gerichtsstand besteht, dann schließt das alles andere aus, also auch das Wahlrecht. Wenn das Gesetz also sagt, man darf nur da klagen und nirgendwo anders, hat man halt Pech gehabt. Ja, ansonsten steht auch im Gesetz drin, die Vereinbarung muss sich auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis beziehen. Das heißt, es muss ein gewisser Bestimmtheitsgrundsatz eingehalten werden. Das kennen Sie aus dem Sachenrecht. Sie können nicht einfach irgendwas sagen, sondern es muss ein konkreter Vertrag. Alle Klagen aus unserem Kaufvertrag vom so und so vielten. Alle Klagen aus unserem Mietvertrag. Das können Sie da reinschreiben und dann wird alles, was mit dem Mietvertrag zu tun hat, bei dem gewählten Gericht abgewickelt. Toll. Jetzt sind Sie ganz begeistert, wie toll ZPO ist und wollen alle unbedingt den entsprechenden Schwerpunktbereich machen, weil das so aufregend ist. Nicht? Wir können es noch steigern. Bisher haben wir gesprochen über die Wahl des zuständigen Gerichts, also Düsseldorf statt Bonn. Weil die Bonner sind ihnen zu streng, die können sie alle nicht leiden, also wollen sie zum Düsseldorfer Gericht, können sie vereinbaren, wenn sie Kaufmann sind. Jetzt gucken wir uns an die Kammer für Handelssachen. Eine Kammer gibt es nur beim Landgericht. Beim Amtsgericht gibt es keine Kammern. Beim Amtsgericht gibt es Abteilungen. Warum das so heißt, fragen Sie einen Germanisten. Beim BGH, beim OLG heißen die Senate.
Also BGH und OLG haben Senate, Landgerichte haben Kammern, Amtsgerichte haben Abteilungen. Und eine Kammer für Handelssachen ist, wie der Name schon sagt, eine Kammer, die aus mehreren Richtern besteht, theoretisch, die über Handelssachen entscheidet. Und die ist geregelt im GVG. Und das Tolle an der Kammer für Handelssachen ist, dass die aus eigener Sachkunde und Wissenschaft, jetzt denken Sie Wissenschaft, so Chemiker drin, entscheiden kann über das Bestehen von Handelsgebräuchen und über alle Sachen, die eine kaufmännische Begutachtung erfordern. Was ist die Idee dahinter? Normalerweise, wenn es um Bausachen geht zum Beispiel und man streitet sich, ob das Haus gerade ist oder schief ist, dann geht der Richter nicht hin mit dem Zollstock, sondern beauftragt einen Bausachverständigen, das heißt ein Bauunternehmer, der guckt sich das an und sagt, ob es richtig ist. Genauso muss der Richter das auch für alle anderen Sachen machen. Wenn der eine sagt, ich bin vergiftet worden mit der Chemikalie, dann wird ein Chemiker gefragt, ist das wirklich giftig? Hier hat der Gesetzgeber gesagt, machen wir es cooler. Wir setzen in das Spruchgremium, zu dem Richter, auf den Platz neben ihm, einen, der Ahnung davon hat. Ja? Das heißt, die Kammer für Handelssachen besteht aus 3 Leuten. Und von den 3 Leuten ist nur einer Jurist, nämlich der Vorsitzende, der Rote. Sehen Sie das? Der Rote ist nicht der Kommunist, das ist der Vorsitzende. Und der Vorsitzende hat Jura studiert, er hat 2 Staatsexamen, der ist Richter. Sein Beruf ist Richter. Und diese beiden hier, diese grauen Eminenzen, sind ebenfalls Richter, aber sie haben nie Jura studiert. Und sie machen das auch nicht hauptberuflich, sie machen das so nebenbei. Warum machen die das, fragen Sie sich? Weil das sind Kaufleute, die über andere Kaufleute entscheiden sollen. Und das Spannende ist, alle Mitglieder haben das gleiche Stimmrecht. Wenn es aber 2 Laien sind und ein Fachmann, können Sie ausrechnen, wer hat die Mehrheit? Natürlich die Laien, 2-1. Ja? Das heißt, Sie sitzen da als Jurist, kennen perfekt Ihr BGB und HGB und abstimmen tun Sie zu dritt. Und wenn die anderen beiden gegen Sie stimmen, haben Sie verloren. Das kommt das Urteil raus, was die Mehrheit beschließt. Ja? Also sitzt ein Jurist und 2 Nichtjuristen und die stimmen ab. Jetzt staunen Sie, ne? Sowas gibt in Deutschland, also fast schon wie Jury in Amerika. Wer sitzt denn da? Da sitzt nicht Hinz und Kunz, sondern da sitzen Kaufleute. Und diese Kaufleute werden auf eine Dauer von 5 Jahren ernannt, und zwar schlägt die IHK vor. Die IHK sagt, das sind Leute, die haben Ahnung und die schlagen wir vor und die dürfen 5 Jahre lang über alle Rechtsfragen, die Kaufleute betreffen, mitentscheiden. Das heißt, diese Kammer sitzt da, die beraten, entscheiden und der Richter muss das Urteil dann verfassen in schriftlicher Form und die Handelsrichter haben das gleiche Stimmrecht. Der muss also begründen, warum die anderen Recht hatten mit ihrer Mehrheit. Und es gilt Beratungsgeheimnis, sie legen nicht offen, wer wofür gestimmt hat. Ja, also sie müssen am Ende hinter dem Urteil stehen, auch wenn sie dagegen gestimmt haben. So funktioniert das. Jetzt sind sie ganz entsetzt vom deutschen Rechtsstaat und sagen, was ist das? Wichtig ist auch, diese ehrenamtlichen Richter müssen Deutsche sein. Ja, das ist jetzt wieder so ein bisschen rassistisch hier und ausländerfeindlich, aber sie müssen Deutsche sein. Die müssen weiterhin das 30. Lebensjahr vollendet haben. Also so die Hightech-Jungs kommen da nicht hin, so die jetzt gerade hier ihr Internetunternehmen mit 22 aufgebaut haben, Millionenunternehmer sind, sondern es müssen erfahrene Kaufleute mit 30 Jahren sein. Und sie müssen als Kaufmann, Vorstandsmitglied oder Geschäftsführer einer AG oder GmbH oder als Prokurist in das Handelsregister eingetragen sein oder zumindest eingetragen gewesen sein. Und dadurch Erfahrungen als Kaufmann gesammelt haben. Man möchte also Leute, die wissen, wie man als Kaufmann so Geschäfte macht. Das heißt, das Gericht spart sich dadurch in Sachverständigen, weil die Richter selber Ahnung davon haben. Ja? Ich staune, dass es sowas gibt. Warum sollten Sie so eine Kammer für Handelssachen machen? Grundsätzlich
ist das keine Frage der sachlichen Zustimmung, was ich eben gesagt habe. Es ist immer noch das Landgericht. Ob im Landgericht ein Richter alleine, drei Richter zusammen oder die Kammer für Handelssachen entscheidet, ist einfach nur eine interne Organisationsfrage. Es bleibt das Landgericht Bonn, was entscheidet. Landgericht ist Landgericht und bleibt Landgericht. Es kommt nur darauf an, ob es sich um eine Sache nach Zivilrecht handelt oder ob es sich um eine Handelssache handelt. Was meint Handelssache, fragen Sie sich jetzt. Da hat das Gesetz einen Katalog gemacht, hat gesagt, Handelssachen sind insbesondere alle zweiseitigen Handelsgeschäfte. Sie erinnern sich düster, das haben wir vor 3 Wochen gemacht. Was ist ein zweiseitiges Handelsgeschäft? Das Geschäft, das für beide Seiten, also auf beiden Seiten verkauft wird. Ja, wir haben ein Geschäft, was grundsätzlich ein Vertrag sein kann, aber auch ein einseitiges Rechtsgeschäft und sogar ein Realakt, soweit entsprechende Wirkungen hat, wo auf beiden Seiten Kaufleute beteiligt sind. Also CIC zum Beispiel, wo auf beiden Seiten Kaufleute sind. Wichtig ist, es reicht, wenn man bei Klageerhebung Kaufmann war. Wenn man hinterher nicht mehr Kaufmann ist, ist das irrelevant. Also wenn man irgendwie sich aus dem Handelsregister löschen lässt. Ansonsten haben wir hier noch Wechsel und Schecks, die Sie nie mehr lernen müssen. Als ich noch jung war, musste man das lernen fürs Examen. Sie haben hier völlig relaxed, das könnt ihr alles streichen. Dann Gesellschaftsrecht. Gesellschaftsrecht, sobald es um OHG, KG oder Ähnliches geht. Handelsfirma, Sie erinnern sich, das war dies mit dem Namen. Also wenn jemand sagt, der Name ist gelogen. Marke, Kennzeichen, Geschmacksmuster. Also wenn jemand sagt, ich nenne jetzt mein Waschmittel Persil, dann kann dagegen jemand klagen, nämlich die Firma Henkel. Dann, das, was wir auch schon hatten, Erwerb eines Handelsgeschäfts unter Lebenden, § 25 HGB. Mangelnde Prokura Handlungsvollmacht. Dann, wenn Sie mal nach Hamburg umziehen wollen, da Examen machen wollen, müssen Sie das kennen. Seerecht, können Sie auch hier in Bonn lernen übrigens, eine Vorlesung zu. UWG steht für Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Das ist spannend, das ist lustig. Da geht es um so Werbung wie mein Marsriegel ist süßer als deiner oder sowas. Und dann können Sie als Richter prüfen, ob der wirklich süßer ist oder nicht süßer ist. Also das ist dann eine spannende Sache. UWG ist total lustig. Da gibt es 1000 lustige Fälle. Ich kann Ihnen mein Buch dazu empfehlen, aber auch nicht. Und dann natürlich noch Anlagesachen, wenn es so geht um Bankbetrug, WPPG, Prospektsachen, Vermögensanlagegesetz, wenn jemand Sie betrogen hat, weil er den falschen Prospekt eingereicht hat. Auch das kann für die Kammer für Handelssachen kommen. Ansonsten noch ganz viele Sachen im Gesellschaftsrecht hier. Anfechtungsklagen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, Auflösung von OHGs, Kartellrecht außer Schadensersatzsachen, Verbraucherschutzdurchsetzungssachen und last but not least haben wir hier noch Verfahren nach dem Aktiengesetz oder nach dem Umwandlungsgesetz. Das heißt, all die Sachen, die Sie machen, werden Sie Schwerpunktbereich 2 belegen. Ja, also toll. Wahnsinn! Wenn Sie den Schwerpunktbereich nicht belegt haben, sollten Sie nicht Vorsitzender einer Kammer für Handelssachen werden, weil da kommen diese Sachen halt alle ran. Wie kommt man nun für die Kammer für Handelssachen? Ganz einfach, der Kläger kann das beantragen. Der kann sagen, ich möchte, dass nicht 3 Berufsrichter entscheiden, sondern ich möchte, dass die Kammer für Handelssachen mit einem Berufsrichter und 2 Laienrichter über meinen Fall entscheidet. Der Beklagte kann, wenn er die Klage kommt, ebenfalls beantragen, dass es vor die Kammer für Handelssachen kommt. Denn wenn er den Antrag stellt, gibt der Zivilrichter es ab und das kriegt der Handelsrichter. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Beklagte auch selber als Kaufmann eingetragen ist, sonst darf er den Antrag nicht stellen. Was nicht geht, ist, dass das Amtsgericht sagt, wir sind nicht zuständig, gibt es die Kammer für Handelssachen, weil im Amtsgericht gibt es keine Kammern. Damit kann das Amtsgericht die Sache auch nicht abgeben. In der Klausur spielt das praktisch keine große Rolle. Sie müssten gucken, ob ein Antrag gestellt worden ist. Wenn der gestellt worden ist, prüfen Sie, ob es eine Handelssache ist. Wenn es eine Handelssache ist, ist es okay. Ansonsten prüfen Sie einfach weiter und sagen, ist mir egal. Das ist eine relativ unproblematische Sache. Sie prüfen Antrag und Voraussetzungen und wenn ja, haben Sie es erledigt. Sie sind begeistert von diesem spannenden Thema, dann kann ich noch einen draufsetzen.
Denn sie wollen ja alle reich und berühmt werden als Richter und Richterinnen. Und der deutsche Gesetzgeber hat dann noch einen Karriereweg für sie geplant, nämlich die Kammern für internationale Handelssachen. Das Land Nordrhein-Westfalen, wo wir uns hier alle befinden, setzt sich nämlich sehr dafür ein, dass Deutschland zum Gerichtsstandort für die ganze Welt wird. Und sie sehen als Problem, dass vor Gericht immer noch Deutsch geredet wird und nicht jeder Mensch auf der Welt Deutsch beherrscht. Stattdessen sei Englisch die Lingua Franca des internationalen Wirtschaftsrechts. Und deshalb sagen unsere zuständigen Minister hier in Nordrhein-Westfalen, sollte es doch die Möglichkeit geben, auf Wunsch auch in englischer Sprache vor dem deutschen Gericht zu verhandeln. Und dazu haben sie auch einen Gesetzentwurf und sagen, wenn ein Fall erstens Handelssachen ist, beiderseitiges Handelsgeschäft, zweitens internationalen Bezug hat und drittens beide Parteien auf Englisch verhandeln wollen, dann wird das Verfahren auch auf Englisch geführt. Das bedeutet, der Richter muss Englisch reden, die Parteien reden auf Englisch, das Urteil, was am Ende rauskommt, ist auf Englisch geschrieben, alle Schriftsätze, die Klageschrift, die Erwiderung, alles auf Englisch. Die Zeugen werden auf Englisch vernommen, also ganz spannend für Sie, Sie können also mal endlich richtig Englisch reden. Sogar das Protokoll wird auf Englisch geführt, der Verhandlung, also alles, was am Ende rauskommt, ist Englisch. Das Einzige, was Deutsch ist, ist der Tenor des Urteils, denn der Gerichtsvollzieher, der am Ende das Ganze vollstrecken soll und irgendwelche Sachen beschlagnahmen soll, der kann kein Englisch, denn der hat nicht zwingend Abitur notwendigerweise und der muss dann was Deutsches kriegen, wo drin steht, hol das Auto mit dem Kennzeichen sowieso. Wenn da steht, get the car, dann weiß er nicht, was das heißt. Dann muss er ein Wörterbuch nehmen. Deshalb, der Urteilstenor muss auf Deutsch sein, alles andere ist auf Englisch. Das möchte gerne das Land NRW und ein paar andere Bundesländer, damit Sie eine Karrierechance haben. Das heißt, Sie sitzen da als Berufsrichter mit zwei Laienrichtern und machen dann alles auf Englisch für unsere weltweiten Kontakte. Also überlegen Sie sich gut, Schwerpunktbereich 2. Damit aber nicht genug. Jetzt kommen wir in die anderen Schwerpunktbereiche. Es gibt auch Schiedsverfahren. Jetzt denken Sie alle so an Sport, so mit Schiedsrichter, der dann sagt, rote Karte, gelbe Karte. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Gerichte in Deutschland einfach nur bedrohlich sind, könnte man sagen. Der Richter entscheidet einfach von oben herab. Und das ist natürlich nicht nett und deshalb gibt es die Möglichkeit zur Mediation. Was bedeutet Mediation? Sie gehen dahin und der Mediator sagt, so, jetzt reden wir erstmal alle über Ihre wirklichen Probleme. Warum verklagen Sie den eigentlich? Überlegen Sie mal, versetzen Sie sich in dessen Rolle. Wie würden Sie sich denn verhalten, wenn man Sie verklagt hätte? Und dann redet der Mediator auf beide ein und man kommt zu einer Einigung, die vielleicht gar nichts mit der Klage zu tun hat. Der eine verklagt den anderen auf Zahlung von 100 Euro und am Ende sagt man, du musst meine Tochter heiraten. Ja, es kann alles Mögliche rauskommen, liegt alles auf dem Tisch. Das ist Mediation. Und der Mediator, der entscheidet nicht, der Mediator sorgt nur dafür, dass die Leute sich einigen, irgendwie verstehen. Hat nichts mit Jura zu tun. Also es geht nicht darum, wer Recht hat, sondern es geht darum, wie kann man wieder alle Parteien glücklich machen. Oh, ich sehe schon, die gehen jetzt hier alle. Denken Sie daran, wenn Sie den Schwerpunktbereich bei Herrn Brinkmann machen wollen, werden Sie das alles können müssen. Neben der Mediation gibt es auch die Schlichtung. Schlichtung bedeutet, der Schlichter macht Ihnen einen Vorschlag, eine Gütestelle und sagt Ihnen, wie wäre es denn, wenn Sie das machen? Und wenn sich beide einigen, ist man auch zufrieden. Und dann gibt es das Schiedsverfahren. Was bedeutet Schiedsverfahren? Ganz einfach, Sie gehen nicht vors Amtsgericht und nicht vors Landgericht, sondern Sie suchen sich Ihre Richter selber aus. Sie dürfen sich Richter selber auswählen. Sie bestimmen selber Ihre Verfahrensregeln. Es gibt keine ZPO, Sie können sagen, wie die Verhandlung ablaufen soll, Sie können sagen, wo sie ablaufen soll,
alles frei vereinbart. Und der deutsche Gesetzgeber hat solche Verfahren geregelt in einem eigenen Buch der ZPO, also im Grunde wie Familienrecht im BGB, wie Erbrecht, so wichtig ist das Schiedsverfahren. Gilt für alle zivilrechtlichen Streitigkeiten zwischen zwei Personen oder auch drei Personen. Und die Richter sind gerade keine Richter, die vom Staat benannt worden sind, sondern es sind einfach Privatpersonen. Sie sagen, ich möchte meinen Streit entschieden haben durch die Putzfrau vom Juridikum, dann können Sie das sagen. Und dann ist die als Schiedsrichterin benannt, wenn die es annimmt, darf die entscheiden. Das Ganze geschieht durch Rechtsgeschäft, das heißt, Sie haben eine vertragliche Vereinbarung, die sagt, es soll nicht entschieden werden durch ein staatliches Gericht, sondern durch die Putzfrau. Können Sie vereinbaren? Und das Ganze ist verbindlich, das heißt, es tritt an die Stelle der Entscheidung eines Berufsrichters. Das Ganze ist in der ZPO sehr ausführlich geregelt. Sie sehen das. Das heißt, wir haben fast 40 Paragraphen, die dieses ganze Verfahren im Detail regeln. Ich will Ihnen nur sagen, wie einfach es funktioniert. Wenn dann einer der beiden vor Gericht geht und sich nicht an den Vertrag halten will, wo drin die Putzfrau entscheidet, kann der andere sagen, wir haben doch diesen Vertrag getroffen. Und der Richter guckt sich dann ab, ob der Vertrag wirksam ist. Und wenn der wirksam ist, weist der Richter die Klage als unzulässig ab. Das sagt uns Paragraph 1032. Warum sollte das jemand machen? Erstens, weil sie vielleicht Angst haben, dass in der mündlichen Verhandlung jemand drin sitzt bei Gericht. Denn sie wissen, in Deutschland sind Gerichtsverfahren öffentlich. Wenn sie also jemanden verklagen, kann sich jeder hinten reinsetzen. Ihre Mama, ihr Papa, ihr Nachbar, irgendwelche Schüler, irgendwelche Studenten, die können da alle sitzen, nicht anhören, was sie erzählen. Und hinterher sagen die, boah, der war ja so doof. Ja? All das kann ihnen passieren. Verhandlungen sind öffentlich. Noch schlimmer, das Urteil ist öffentlich. Man kann diese Urteile anfordern, dann wird zwar der Name geschwärzt, aber wenn sie sagen, ich möchte gerne dieses Urteil, wissen sie ja, wer drin steht. Das heißt, das Schwärzen nützt überhaupt nichts. Und alle können gucken, was der Richter so alles über sie geschrieben hat. Das wollen Sie vielleicht nicht. Zum Zweiten kann es sein, dass Sie unseren Richtern nicht vertrauen, weil Sie sagen, die sind doch eh alle korrupt und faul und sagen, ich möchte lieber die Putzfrau. Weil die Putzfrau, die hat nichts Besseres zu tun, als meinen Fall zu prüfen, die engagiert sich wenigstens hier und die ist doch viel besser. Und möglicherweise sagen Sie, der deutsche Staat, der hat mir noch nie was Gutes getan, ich hasse den Staat, und Sie sagen, die Putzfrau ist vielleicht neutraler als der Berufsrichter. Weil der ist so ein Beamter vom Staat, der ist nicht neutral. Das könnten Sie sagen. Vielleicht ist es aber auch so, dass Sie keine Lust haben, meiner Vorlesung zu folgen und sagen, ZPO ist mir viel zu kompliziert. Ich kann das viel einfacher und besser. Oder ich möchte gerne meine Verhandlungen auf Klingonisch führen oder, weiß ich nicht, auf Elbisch. Dann können Sie das machen. Es muss keine deutsche Verhandlung laufen. Sie müssen auch keine Beweise mit Zeugen oder sowas führen. Sie können alles machen. Sie können machen, wie Sie wollen. Sie können Kristallkugel lesen. Das Kristallkugel lesen vielleicht nicht, aber Sie können alles Mögliche machen. Internet, Skype-Konferenz, alles möglich. Zum Zweiten, wenn Sie klagen vor einem Landgericht, dann kann der Gegner dagegen Berufung einlegen, wenn Sie gewonnen haben. Dann geht es zum Oberlandesgericht. Und dann kann nochmal Revision eingelegt werden. Dann geht es zum BGH. Dadurch dauert dieses Verfahren oft mehrere Jahre, bis Sie am Ende Ihr Geld bekommen oder Ihr Haus oder Ihr Auto oder Ihr Kind oder was auch immer. Beim Schiedsgericht haben Sie genau einen Versuch. Wenn Sie gewinnen, gut, wenn Sie verlieren, schlecht. Das heißt, es ist auf jeden Fall sofort ein Ergebnis da. Sie haben kein Rechtsmittel dagegen. Und es ist möglicherweise billiger. Sie wissen, der Richter entscheidet nicht umsonst und die Anwalt arbeitet auch nicht umsonst. Und die Kosten für das Gericht sind abhängig davon, wie hoch der Streitwert ist. Und wenn es um 100 Millionen Euro geht, ist der Streitwert hoch und damit sind prozentual die Gerichtskosten auch hoch. Dann kann es billiger sein, für 100 Millionen Euro einen Schiedsrichter zu beauftragen. Dann nehmen Sie natürlich nicht die Putzfrau vom Juridikum. Aber Sie kriegen für 100 Millionen, sagen wir mal, der
Richter würde kosten, weiß nicht, 250.000. Da kriegen Sie dann auch einen guten Anwalt für. Einen Star-Anwalt, der als Richter agiert. Das heißt, möglicherweise wird es billiger, als vor dem staatlichen Gericht durch drei Instanzen zu gehen. Nachteile: Sie haben eben nur einen Versuch, das heißt, es gibt keine Überprüfung mehr. Wenn Sie verloren haben und sich ungerecht behandelt fühlen, Pech gehabt. Kein zweiter Versuch. Zweitens, Sie haben keine Möglichkeit, Leute zu verklagen, die nicht an dem Schiedsverfahren beteiligt waren, das heißt, die nicht ihren Vertrag mit unterschrieben haben. Wenn Sie irgendwelche Zulieferer oder Hilfsarbeiter verklagen wollen, die haben alle nicht ihrer Schiedsvereinbarung zugestimmt, die kommen nicht zum Schiedsgericht. Dann müssen Sie doch nochmal zusätzlich vor staatliche Gericht, wenn Sie andere Leute verklagen wollen. Staatliche Gerichte können, wenn ein Zeuge nicht kommt, dem Ordnungsgelder aufbrummen. Was bedeutet das? Der kommt nicht, kostet 100 Euro. Der kommt nochmal nicht, kostet 500 Euro. Kommt nochmal nicht, kostet 1000 Euro. Und wenn der immer noch nicht kommt, können die ihn vorführen lassen. Kann die Polizei kommen, den Zeugen abholen und zum Gericht liefern. Also die staatlichen Gerichte können Menschen zur Mitwirkung zwingen. Schiedsgerichte können das nicht. Wie sollen die jetzt auch machen, der private Menschen? Die Putzfrau vom Juridikum kann keinen dazu zwingen, dass er hier erscheint. Und die Kosten, die staatlichen Gerichte sind sehr günstig bei bestimmten Sachen. Wenn es um wenig Geld geht, ist ein staatlicher Richter sehr billig. Also wenn Sie 500 Euro einklagen wollen, sind Sie beim staatlichen Gericht immer am billigsten. Die kriegen für das Geld keinen Anwalt. Ja? Also wenn es um Peanuts geht, ist ein Schiedsgericht völlige Geldverschwendung. Weil der Schiedsrichter will ja Geld sehen dafür, dass er da entscheidet. Also die Kosten werden erst dann interessant, wenn es um viel, viel Geld geht. Vielleicht geht schon wieder jemand hier. Voraussetzungen, es muss überhaupt eine Möglichkeit bestehen, über das zu entscheiden. Sie müssen einen Vertrag haben, eine sogenannte Schiedsvereinbarung, und es muss einen Antrag auf Einleitung des Schiedsverfahrens geben. Und wo kommt jetzt endlich das Handelsrecht, fragen Sie sich, warum erzählt ihr uns den ganzen Kram? Hier kommt das Handelsrecht. Ich habe Ihnen eben gesagt, für die Wahl eines Gerichts, erinnern Sie sich ganz düster, ganz am Anfang, wenn Sie also in Hamburg klagen wollen statt in Bonn, können Sie einen Vertrag nur schließen, wenn beide Parteien Kaufleute sind. Hier eine Schiedsvereinbarung, den Ausschluss des staatlichen Gerichts und die Vereinbarung einer privaten Gerichtsbarkeit, können Sie bereits dann machen, wenn Sie Verbraucher sind. Einzige Voraussetzung, Sie brauchen zwei Papiere, einmal den Vertrag und zusätzlich ein weiteres Dokument, wo drin steht, es gilt ausschließlich ein Schiedsverfahren. Zwei Sachen. Wenn Sie das machen, kann auch ein Verbraucher ein Schiedsverfahren einleiten. Für Unternehmer ist die Sache deutlich einfacher. Da reicht es nämlich, wenn es in einem von beiden Parteien oder gleichen Dokument oder in einem Schreiben, Fernkopie etc. durch Nachweis erkennbar ist. Das bedeutet, Sie können es einfach irgendwo im Vertrag, § 26c, irgendwo in den AGB reinschreiben. Bei Verbrauchern muss es eine eigene Seite sein, die eine eigene Unterschrift erfordert. Auch hier wieder die Idee, der Verbraucher soll nicht irgendwie zu einem komischen Schiedsgericht geleitet werden. Vereinbaren können Sie sowohl das Verfahren als auch die Schiedsrichter. Grenze ist Treu und Glauben. Also, was ich Ihnen eben gesagt habe, mit der Knochenwerfen oder Kristallkugel lesen, da würde man sagen, das verstößt gegen elementare Grundrechte, das geht nicht. Aber alles andere ist okay. Auspeitschen wahrscheinlich auch nicht. Aber sonst haben Sie ein breites Feld von dem, was Sie vereinbaren können, statt ZPO. Die staatlichen Gerichte gucken nur ganz grob drüber, achten darauf, dass das Grundgesetz nicht missachtet wird, achten darauf, dass zumindest ein Mindestbestand an Rechtsstaat ist, rechtliches Gehör sollte vielleicht gewährleistet werden und vollstrecken hinterher das, was rauskommt. Das heißt, wenn am Ende rauskommt, A muss 100 Euro zahlen, können Sie damit ganz normal zum Gericht gehen und das Gericht vollstreckt dann diesen Schiedsspruch für Sie mit Gerichtsvollzieher und allem, was dazugehört. Das Ganze wird nicht nur in Deutschland praktiziert, sondern vor allen Dingen international. Wenn Sie also mal den FIS Moot Court machen wollen, dann wissen Sie, da gibt es Unternehmen in USA und in Deutschland. Und wenn Sie jetzt das deutsche Unternehmen klagt in den USA, sitzt da eine Jury,
bestehend aus 6 bis 12 Personen. Und diese Personen haben was gegen Deutsche. Warum? Weil sie immer Filme über Nazis sehen. Und sobald da jemand kommt und sagt, ich komme aus Deutschland, sagen die, wir haben was gegen Nazis, ihr habt verloren. Deshalb hat man Probleme, als Deutscher in den USA zu klagen. Umgekehrt gibt es auch Staaten, die sehr deutschenfreundlich, sehr amerikanisch feindlich sind. Wenn sie zum Beispiel nach China gehen. Die Chinesen hassen die Amerikaner, finden die Deutschen ganz okay, dann würde der Deutsche gewinnen. Um dieses Problem zu lösen, gibt es die Möglichkeit, was ganz anderes zu vereinbaren, nämlich ein Schiedsgericht. Und das Schiedsgericht hat hier einen doppelten Vorteil. Zum einen können Sie die Sprache und das Verfahren frei bestimmen, das heißt, es gilt nicht deutsche ZPO und nicht amerikanische Civil Procedure Rules, sondern es gilt, was auch immer Sie wollen. Zum Zweiten können Sie die Sprache frei wählen. Sie können also sagen, wir möchten weder in Deutsch noch in Englisch verhandeln, wir möchten in Chinesisch verhandeln. Und Sie müssen auch nicht unbedingt sagen, es gilt deutsches Recht oder amerikanisches Recht. Sie können sagen, es gilt unser frei erfundenes Recht, was wir uns gerade ausgedacht haben. Sie können also komplett eine eigene Rechtsordnung schaffen. Und das Coole an der Sache ist jetzt, jetzt wird ja spannend, warum machen Sie das alles? Wenn Sie diesen Schiedsspruch haben vom internationalen Schiedsgericht, können Sie den in Deutschland vollstrecken lassen von einem deutschen Gericht, in Amerika vollstrecken lassen von einem amerikanischen Gericht, in China vollstrecken lassen von einem chinesischen Gericht. Sie können also überall hingehen mit diesem Schiedsspruch, den Ihnen irgendwelche Leute gemacht haben, und können ihn überall in der Welt vollstrecken. Während ein deutsches Urteil nur mit großem Aufwand im Ausland durchgesetzt werden kann. Die Ausländer akzeptieren deutsche Urteile grundsätzlich nicht. In der EU müssen sie das, außerhalb der EU schwierig. Der Schiedsspruch ist überall Gold wert. Toll? Ja. Warum ist das so? Weil es da völkerrechtliche Abkommen gibt. Die Leute haben das vereinbart und wer Partei ist, muss das machen. Das Ganze gibt es seit 1958, ist also schon eine Weile her. Und diese ganzen Sachen gelten dann weltweit. Wie gesagt, wenn Sie das alles im Detail machen wollen, können Sie den tollen FIS Moot Court besuchen. Da machen Sie das ein ganzes Semester lang und nichts anderes als diese tollen Sachen. Ich sehe schon, die Begeisterung ist groß. Jetzt kommen wir noch zu was Praktischem, dann haben wir das ZPO-Thema hinter uns. Das hier kennen Sie vielleicht. Sie sagen hier unser Gewinnspiel und wenn Sie dieses Gewinnspiel Teilnahmebedingungen durchlesen, dann sehen Sie hier unten immer diesen tollen Satz, den da, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Haben Sie das schon mal gesehen? Ja. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, kann man das so einfach? Ich habe Ihnen eben gesagt, die Wahl eines Gerichts dürfen nur Kaufleute machen. Eine Schiedsvereinbarung dürfen Verbraucher nur machen, wenn ein separates Dokument gibt, eine eigene DIN A4-Seite, die sie unterschrieben haben. Aber hier steht einfach so, beim McDonalds-Gewinnspiel oder auch bei irgendwelchen anderen dubiosen Sachen drunter, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und was soll das bedeuten? Das bedeutet nicht, die Rechte abbiegen dürfen sie nicht nehmen, sondern es bedeutet, Sie dürfen Ihre Ansprüche aus diesem Gewinnspiel nicht einklagen. Wenn Sie also gewonnen haben sollten und wir liefern Ihnen trotzdem keinen Preis, haben Sie Pech gehabt. Sie dürfen uns nicht verklagen. Und die Frage, die sich uns aufdrängen sollte, ist, kann man das denn so überhaupt reinschreiben? Du hast zwar einen Anspruch, aber darfst ihn nicht einklagen. Jetzt haben wir natürlich Möglichkeiten. Der eine Weg ist Spiel und Wette. Sie erinnern sich vielleicht, 762 BGB sagt, Spiel und Wette sind unvollkommene Verbindlichkeiten. Das bedeutet, man kann sie nicht einklagen. Aber wenn Sie gezahlt haben, gibt es einen Rechtsgrund, Sie dürfen es also nicht zurückfordern. Spielschulden sind Ehrenschulden. Das Problem ist, diese Gewinnspiele sind gerade kein Spiel und Wette im Sinne dieser Regelungen, sondern das sind möglicherweise andere Sachen. Wenn der Atto erstmal entstanden ist, haben Sie einen Anspruch. Natürlich können Sie nicht einklagen, wenn Sie vereinbart haben,
dass der Anspruch erlöschen soll. Sie können einen Erlassvertrag schließen und sagen, es gibt gar keinen Anspruch mehr. Und natürlich können Sie sagen, ich darf ihn nicht einklagen, stattdessen gilt ein Schiedsgericht, da gelten aber die strengen Formvorschriften. Diese Fälle mit der Rechtsweg ist ausgeschlossen, liegen aber in keiner der drei Gruppen. Um Ihnen das zu zeigen, habe ich Ihnen diesen tollen Beispielsfall vom Landgericht Hannover rausgesucht. Es gab ein Radiogewinnspiel und man musste einen 10-Euro-Schein haben und dann muss man gucken, die letzten drei Ziffern auf dem Schein, die aufgedruckt sind, die haben eine Seriennummer. Und wenn diese letzten drei Ziffern diejenigen waren, die angesagt wurden im Radio, gewann man 20.000 Euro. Die Kläger hatten den Schein, riefen an und wurden nicht durchgestellt. Skandal. Und dann wurde ihnen gesagt, ja, hätte man ins Internet geguckt, die AGB sagen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Kläger klagten trotzdem und sagten, AGB haben wir nie lesen können, 305 Absatz 3 BGB. Und daher gelten die AGB nicht wirksam einbezogen. Und daher verlangen sie jetzt, weil sie haben die Bedingungen ja erfüllt, letzten drei Endziffern stimmen, Zahlung von 20.000 Euro. Klar, die Bedingung des Gewinnspiels. Wenn Ihr Schein endet auf 378, kriegen Sie 20.000 Euro und alle gucken nach. Und Sie kommen nicht durchgestellt ins Studio, gewinnen also keine 20.000 und dann klagen Sie auf Zahlung von 20.000 Euro vor dem Landgericht. Mit drei Berufsrichtern. Keine Kammer für Handelssachen. Wie würden Sie entscheiden? Geht das? Skandal. Kann man klagen, wenn man nicht gewonnen hat? Ja. Ja, ist das hier ein Fall eines Spiels im Sinne von 762? Der hier wahrscheinlich nicht abgedruckt ist. Tja, der hier nicht abgedruckt ist. Wodurch wird ein Vertrag zu einem Spiel? Ja? Zumindest zum Teil vom Zufall abhängt, dass es wer, ob der Vertrag zur Verbindlichkeit wird? Ja. Was würden Sie denn sagen, wenn ich Ihnen sage, wenn es morgen regnet, schicke ich Ihnen einen Regenschirm? Spiel? Warum nicht? Hast du Gefühl? Hängt das vom Zufall ab? Ja, in der Tat. Schenken zu sprechen unter Bedingungen müsste man notariell beurkunden. Was wäre denn, wenn ich sage, wenn Sie mich morgen abholen und es regnet, spendiere ich Ihnen die Benzinkosten? Was würden Sie dann sagen? Das ist ein Werkvertrag. Dann aber
Mhm. Hängt sich vom Zufall ab, ob es morgen regnet. Und was ist mit hier? Ob Sie, wenn Sie einen Schein haben, einen 10-Euro-Schein mit den Endziffern 765, dann gewinnen Sie 20.000 Euro. Ja, man kauft ja eigentlich mit so einem Schein, kauft man ja nur die Chance, da zu gewinnen. Ja. Sie, den Schein haben Sie ja vorher schon. Der muss ja keinen Schein, keinen 10-Euro-Schein kaufen. Der hat ja hoffentlich schon dabei. Betrug. Ach. Betrug. Weiß man nicht. Ja, also das Gericht hat hier gesagt, da das Geld ja sozusagen schon eh bereit liegen muss und es so eine Bedingung knüpft wäre, sei das hier möglicherweise ein wirksamer Anspruch, der entstanden ist. Die einzige Frage, die das Gericht gestellt hat, ist, müssen wir darüber entscheiden? Wir wollen diese Schwiegerechtsfrage gar nicht klären, ob ein Anspruch besteht. Und hat dann gesagt, möglicherweise hat der Kläger in dem Moment, wo er da angerufen hat, ja darauf verzichtet, ein Gericht anzurufen. Und er hat gesagt, grundsätzlich geht das, aber Voraussetzung dafür ist, dass es auf dem freien Willen der Parteien beruht. Insbesondere darf man nicht eine Partei ausbeuten. Ja? Ja, das ist genau der Punkt. Es könnte eine Auslobung sein. Ja, in der Tat, die verkaufen ja nichts. Sie sagen ja nur, wer unsere Voraussetzungen erfüllt, kriegt 20.000 Euro. Oder der Erste, der anruft und die Voraussetzungen erfüllt, kriegt 20.000 Euro. Und das wäre in der Tat ein klassischer Fall einer Auslobung. Und die Frage lautet, wie grenzen wir eine Auslobung von einem Spiel ab? Und auch bei einer Auslobung kann es ja durchaus sein, dass ich sage, der Erste, der bei mir vorbeikommt, kriegt 1.000 Euro. Das ist eine Art Wettlauf, könnte man sagen, um ganz trivial zu sagen. Wer zuerst am schnellsten läuft, gewinnt. Das ist ein einseitig verpflichtender Vertrag, genau wie die Schenkung. Der wesentliche Unterschied ist, dass es kein Vertrag ist, sondern ein einseitiges Rechtsgeschäft. Ein Vertrag wäre es nur, wenn man zwei übereinstimmende Willenserklärungen hätte, die hat man da aber nicht. Ja, also das Gericht sagt, fraglich ist, ob der Rechtsweg wirksam ausgeschlossen worden ist. Das setzt voraus eine freie Vereinbarung. Hier AGB, allerdings AGB sind unproblematisch, insoweit als es allgemein üblich und bekannt ist, dass bei allen Gewinnspielen, die es gibt, immer der Rechtsweg ausgeschlossen ist. Ja, das ist Ihre Erfahrung auch, dass da immer drinsteht, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und weil das so ist, ist es keine überraschende Klausel und es ist auch keine unangemessene Benachteiligung. Bei der Beurteilung sind nämlich die Eigenarten des Vertrages zu berücksichtigen und es ist so, wenn jeder klagen könnte, würde sich derjenige, der ein Glücksspiel veranstaltet, nie vor Klagen retten können. Also ist es im Interesse aller Beteiligten, dass man nicht klagen darf und damit im Ergebnis gibt es diesen Anspruch möglicherweise materiellrechtlich, aber kein Gericht in Deutschland muss darüber entscheiden, ob es ihn gibt, weil der Ausschluss Rechtsweges ist wirksam. Also nochmal, Voraussetzung ist, man darf sie nicht über den Tisch ziehen. Über den Tisch gezogen wären sie, wenn es völlig überraschend wäre. Da es aber jeder macht, überrascht es sie nicht mehr. Und es darf sie nicht unangemessen benachteiligen im Sinne von 307. Da findet eine Abwägung statt, so wie im öffentlichen Recht. Ihr Interesse ist, dass sie das Geld kriegen. Das Interesse des Beklagten ist, dass sie möglichst nicht 1.000 Klagen haben und die Sache damit nicht Kosten mehr verursacht als der Preis. Also wird gesagt, das Interesse, möglichst wenig Prozesse vor Gericht zu haben, überwiegt dem Interesse von Ihnen, die 20.000 Euro zu kriegen. Ich sehe, die Begeisterung war groß für diesen Fall. Ich sehe, die Begeisterung für dieses Thema ZPO reißt mich hier vom Hocker. Es ist gut, dass es da eine ganze Vorlesung, ein ganzes Semester lang drüber gibt, wo Sie ganz viel Spaß haben werden. Was Ihnen aber jetzt ganz, ganz viel Spaß bereiten wird, ich sehe schon, die Begeisterung wird immer höher, sind die Hilfspersonen des Kaufmanns.
Wir haben bisher geredet über Prokura und Handlungsvollmacht, beziehungsweise nicht wir, sondern Herr Noack. Und wir haben gelernt, da geht es um Stellvertretung, BGB AT 164. Das HGB kennt aber auch Handelsvertreter. Und wir gucken uns jetzt an, was ist ein Handelsvertreter? Wenn Sie nochmal diesen JAG-Katalog durchgehen, werden Sie feststellen, da steht nichts von Handelsvertretern. Warum machen wir die? Weil Sie Arbeitsrecht lernen müssen. Nicht bei mir. Und im Arbeitsrecht geht es dummerweise auch um solche Gestalten. Was sind Absatzmittler? Ganz einfach. Letztes Semester haben Sie hoffentlich alle Schuldrecht gemacht. Ja? Und da gab es den Geschäftsbesorgungsvertrag, geregelt in 675 Absatz 1. Wissen Sie, was ein Geschäftsbesorgungsvertrag war? Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Geschäft im Sinne des Geschäftsbesorgungsvertrages nach 675 und einem Geschäft im Sinne der GOA nach 677, was ja nicht weit entfernt ist? Ist das dasselbe? Ja, das müssen Sie ja jetzt wissen. GOA haben Sie ja mit Sicherheit jetzt gemacht. Dieses Semester, nicht letztes Semester. Bei Herrn Greiner. Ja, Sie wissen, wer Herr Greiner ist. Der hat das mit Ihnen gemacht. GOA. Erste Voraussetzung ist Geschäft. Zweite Voraussetzung objektiv fremd. Dritte Voraussetzung Fremdgeschäftsführungswille. Vierte Voraussetzung ohne Auftrag. Wir gucken nur die erste Voraussetzung an. Was ist ein Geschäft? Ja? Der GOA, das wird der Geschäftsbegriff ja sehr weit ausgelegt. Das muss nicht mal ein Rechtsgeschäft unbedingt sein, sondern so ziemlich jede Tätigkeit, die dann geführt wird. Ja. In der Tat, Geschäft im Sinne der GOA ist jede Tätigkeit, die letztendlich dann objektiv in einem fremden Interessenkreis erfolgt. Ist das derselbe Geschäftsbegriff, der in 675 Absatz 1 für den Geschäftsbesorgungsvertrag gilt? Antwort, wenn die Frage schon so lautet: Ja, nein, vielleicht. Was regelt denn 675 Absatz 1 BGB? Ja. Ja, er regelt besondere Formen von Dienst- und Werkvertrag. Wenn wir da das Geschäft genauso verstehen würden wie bei der GOA, was wäre dann? Warum können wir das Geschäft nicht genauso verstehen wie bei der GOA? Ja? Ja, da wäre jeder Dienst- oder Werkvertrag automatisch ein Geschäftsbesorgungsvertrag. Da aber nicht jeder Dienst- oder Werkvertrag ein Geschäftsbesorgungsvertrag ist oder sein soll, denn sonst hätte der Gesetzgeber ja gesagt, allgemeiner Teil Geschäftsbesorgungsvertrag und dann da drauf gesetzt, insbesondere Werkvertrag, insbesondere Dienstvertrag, muss es wohl was anderes bedeuten. Was bedeutet Geschäftsbesorgung in 675 Absatz 1 BGB? Ja.
Wenn Sie mal schauen, steht auf einen Dienstvertrag oder einen Werkvertrag, der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand hat. Dann, wenn es im Rahmen nur passieren würde, dann wäre das ja irgendwie komisch, weil man würde ja nicht sagen, auf eine Geschäftsbesorgung im Rahmen eines Dienstvertrags, sondern umgekehrt, der Dienstvertrag muss eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand haben. Finden die Vorschriften der 663, 665 bis 670 und so weiter auch die Vorschrift der 671 entsprechende Anwendung. Das heißt, man hat Vorschriften, die Anwendung finden sollen auf diesen Werkvertrag bzw. Dienstvertrag und nicht nur auf die Geschäftsbesorgung. Die Vorschrift findet also auf den gesamten Vertrag Anwendung. Aber was ist der Inhalt dieses Vertrages? Also welches Werk bzw. welchen Dienst muss denn der Vertragspartner erbringen? Der Werkunternehmer bzw. der Dienstverpflichtete. Eine Geschäftsbesorgung. Aber was heißt das denn? Das habe ich letztes Semester gemacht. Das ist hier so ein Zeichen von Vergesslichkeit. Und hinterher heißt es wieder, das sind alles Details, die muss man noch nicht wissen. Im Zweifel müssen Sie es noch nicht mal unbedingt im Detail wissen. Sie müssen nur wissen, was fällt denn überhaupt unter diese Norm? Denn irgendeinen Sinn muss die Norm ja haben. Sie müssen wissen, wann die Anwendung findet. Ja? Ja, also, anders als beim normalen Dienstvertrag geht es hier um die Besorgung von Geschäften. Das heißt, es geht um Tätigkeiten höherer Art. Sowas wie zum Beispiel, dass jemand Ihnen Geschäfte vermittelt. Dass Sie jemandem sagen, dein Job ist es, mir Verträge zu akquirieren. Der Mensch, der Leute anruft und Ihnen Verträge vermittelt. Zum Beispiel auch das, was ein Anwalt macht. Ein Anwalt führt Ihre Geschäfte, der managt Ihren Fall, indem er für Sie die Sache durchsetzt. Wenn Sie gucken, welche Vorschriften der Anwendung finden, geht es insbesondere um Auskunftspflichten. Der muss Ihnen sagen, was er denn getan hat für Sie, was der andere geantwortet hat. Er muss Ihnen die Schreiben weiterleiten der Gegenseite. Und vor allen Dingen, wenn Sie gucken, steht da 670, den Sie hoffentlich auch in der GOA gelernt haben. Das heißt, ein Anwalt kriegt Spesen. Der normale Arbeitnehmer kriegt keine Spesen. Wenn der morgens zur Arbeit fährt, macht das halt aus Spaß. Der Anwalt kriegt Spesen, er kriegt Porto, er kriegt Telefonkosten, er kriegt Fahrtkosten. Der Anwalt wird also rundum versorgt. Geschäftsbesorgung heißt also wirklich der Abschluss von Rechtsgeschäften oder die Verwaltung von sonstigen Vermögensgegenständen. Und das BGB sagt, dafür gelten diese Sondervorschriften. Zusätzlich gilt allgemein Werkvertragsrecht oder Dienstvertragsrecht, je nachdem, ob der Erfolg des Geschäfts geschuldet ist oder einfach nur die Ausübung. Das HGB, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, hat Sonderregelungen für drei Arten von Menschen, nämlich für Handelsvertreter, Handelsmakler und Kommissionär. Wer ist Handelsvertreter? Das ist legal definiert in § 84 HGB. Sie brauchen jemanden, der selbstständiger Gewerbetreibender ist. Das heißt, Sie erinnern sich ganz düster an unsere erste Stunde oder auch nicht mehr. Wer betreibt ein Gewerbe? Hä? Ja? Jeder, der nicht freiberuflich ist, Sie sind auch nicht freiberuflich. Betreiben Sie ein Gewerbe? Also jeder, der ein Unternehmen betreibt und nicht freiberuflich ist. Jeder, der ein Unternehmen betreibt und nicht freiberuflich ist. Ja, das dürfte sogar relativ gut hinkommen, würde ich vermuten. Dann stellt sich aber die Frage, wer betreibt ein Unternehmen? In der Tat, jeder Unternehmer, der nicht Freiberufler ist, ist wohl Gewerbetreibender. Was aber nicht die Frage beantwortet, wer Gewerbetreibender ist. Denn wir haben nur einen unklaren Ausdruck durch einen anderen ausgetauscht, nämlich Gewerbetreibender durch Unternehmer. Also,
Welche Merkmale brauchen wir für das Gewerbe? Ja? Selbstständig. Ja? Planmäßig und dauerhaft. Ja? Außengerichtet. Ja? Sehr gut. Selbstständig. Brauchen Sie nicht zu merken, weil hier steht, selbstständiger Gewerbetreibender. Ja? Selbstständig. Dann planmäßig bzw. dauerhaft, das bedeutet, es muss auf Wiederholung angelegt werden, es geht nicht um ein einzelnes Geschäft. Unternehmer kann nicht bereits bei einem einzelnen Geschäft sein. Hier, Gewerbetreibender muss zumindest ein bisschen auf Dauer angelegt sein. Dritte Voraussetzung, nach außen auftretend. Wenn Sie auf Ihrem Goldschatz bei sich zu Hause sitzen, geht das nicht nach außen. Sie müssen irgendwelche Tätigkeit gegenüber dem Markt entfalten. Sie müssen Sachen kaufen oder verkaufen. Und vierte Voraussetzung, kein freier Beruf. Wenn Sie Anwalt, Arzt, Architekt oder Ähnliches sind, dann tun Sie was Gutes für die Allgemeinheit. Und weil Sie was Gutes für die Allgemeinheit tun, sind Sie nicht jemand, der an Gewinn orientiert ist, jemand, der als Gewerbetreibender gilt. Das sind die vier Voraussetzungen. Wenn Sie die erfüllen, sind Sie ein selbstständiger Gewerbetreibender. Dann müssen Sie ständig damit betraut sein, für einen anderen Unternehmer, Klammer auf Unternehmer, ja, also das ist eine egale Definition, Unternehmer ist definiert als ein anderer Unternehmer, Geschäfte zu vermitteln oder in dessen Namen abzuschließen. Welche Leute sind damit gemeint? Zum Beispiel, wenn Sie hier in die Stadt gehen, dann gibt es da diese Läden, The Phone House zum Beispiel. Ja? The Phone House bietet keine eigenen Handyverträge an, sondern die vermitteln für Sie Verträge mit Vodafone, mit der Telekom, mit, weiß ich nicht, O2, E+, wie immer sie auch heißen mögen. Die vermitteln Verträge von anderen Anbietern. Das sind Handelsvertreter. Ja? Die vertreten die, aber nicht im Sinne von 164, sondern die haben die Aufgabe, Verträge zu vermitteln. Das ist deren Job. Das hat nichts zu tun mit Vertretungsmacht. Darum geht es da nicht. Es geht um das Innenverhältnis, wo die ihr Geld herkriegen. Die werden dafür bezahlt, dass die neue Kunden akquirieren. Es gibt auch diese Leute in den Callcentern, die rufen sie an und sagen, wollen sie nicht ihren Handyvertrag wechseln? Solche Leute sind damit gemeint. Es muss kein Kaufmann vorliegen, es reicht jedes Gewerbe, das heißt, Handelsregistereintragung ist nicht erforderlich. Und das Ganze hat das Problem, wenn Sie nur ein einziges Unternehmen repräsentieren, sind Sie im Grunde ein Sklave. Wenn Sie nämlich keine Kunden für dieses Unternehmen akquirieren, kriegen Sie kein Geld. Wenn Sie kein Geld kriegen, müssen Sie verhungern. Und deshalb kann das Unternehmen Sie voll unter Druck setzen und Sie sind dem total unterworfen. Und deshalb ist der Handelsvertreter ein ganz Armer. Wenn Sie ganz cool sein wollen, können Sie sich diese Ausdrücke merken, die brauchen Sie aber nicht. Vermittlungsvertreter sind die Leute, die Verträge vermitteln. Wie vermitteln Sie das? Ganz einfach, die sagen, ich lasse den Kunden das Bestellformular ausfüllen und schicke dann das Bestellformular an den Unternehmer. Also Sie gehen hin, füllen das Formular aus, ich hätte gerne einen Vertrag mit Vodafone und der macht das nur in einen Umschlag und schickt das an Vodafone. Das ist ein Vermittlungsvertreter. Er hat keine Vertretungsmacht, er ist einfach nur sozusagen Entgegennahme von Ihrem Antrag und leitet ihn dann weiter an den Empfänger. Es gibt auch einen Abschlussvertreter, der hat zusätzlich Vertretungsmacht, das heißt, er nimmt Ihre Erklärung entgegen und gibt eine Erklärung ab für dessen Auftraggeber. Er sagt also, aha, Antrag auf Abschluss eines Vertrags mit Vodafone, sehr gut, macht einen Stempel da drauf und sagt, hiermit haben Sie einen Vertrag mit Vodafone geschlossen. Im anderen Fall leitet er nur Ihren Antrag weiter. Vermittlungsvertreter leitet weiter, Abschlussvertreter repräsentiert Vodafone Ihnen gegenüber. Bezugs- und Absatzvermittler, der Bezugsvermittler kauft ein, der Absatzmittler setzt ab, der verkauft an Sie. Es gibt also Leute, die fahren von Bauer zu Bauer und gucken, wer hat die beste Milch. Die kennen das nicht aus der Werbung, der fährt dann so nach Afrika und riecht an den Kaffeebohnen und sagt, ja, das ist die beste Ernte, davon bitte ein Fass, das macht er dann von Anbieter zu Anbieter. Gibt es auch bei Tee, also wenn jemand fährt, der kauft dann säckeweise Tee, der riecht dann immer noch und sagt dann, ja, dieser Tee ist gut, den nehme ich und den nicht. Das ist dann ein Bezugsmittler. Der Normalfall ist der Vodafone-Mann, der ist ein Absatzmittler, der will Sachen an Sie verkaufen.
Dann gibt es den einen Firmenvertreter, der nur Vodafone-Verträge verkauft. Solche gibt es nämlich auch. Und dann gibt es noch haupt- und nebenberufliche Leute, die nichts anderes machen, als Vodafone-Verträge zu verkaufen und Leute, die vielleicht auch Handys verkaufen und Handyersatzteile und Handyschutzhüllen und keine Ahnung was. Wenn Sie das nicht wissen, haben Sie auch nichts verpasst. Der Handelsvertreter hat Pflichten. Das Schöne an der Sache ist, dass es ähnlich wie beim Arbeitnehmer. Er muss alle Weisungen befolgen. Das heißt, wenn der sagt, häng bitte dieses Poster auf oder sag immer dein erstes Gespräch, fang im Gespräch immer an mit dem Jingle von der Telekom so, summ den mal vor den Kunden, dann freuen die sich, dann muss der das machen. Er muss alle Weisungen befolgen. Er muss weiterhin Vertraulichkeit wahren, das heißt, wenn er mehr weiß als die Öffentlichkeit, darf er nicht die Geheimnisse des Auftraggebers verraten. Er muss tätig werden. Man kann also darauf klagen, wenn er sagt, ich verkaufe keine Handys mehr oder keine Handyverträge, dann kann man ihn darauf verklagen, dass er aktiv wird. Er muss im Interesse des Auftraggebers handeln, nicht im eigenen. Er muss also sozusagen immer die Interessen von Vodafone repräsentieren. Und er muss Rechenschaft ablegen darüber, wie viele Kunden er geworben hat und wenn er einen Vertrag geschlossen hat. Da sagen Sie, das ist ja unheimlich spannend. Was kriegt er dafür? Er kriegt dafür Provision pro abgeschlossenem Vertrag. Er hat Informationsrechte. Und wenn der Vertrag endet, kriegt er nochmal einen pauschalen Ausgleich dafür, wenn das Kettenverträge sind. Die Idee ist, die meisten Leute wechseln ihren Anbieter nicht. Also wenn sie einen großen Kundenstamm geworben haben, dann bleiben die bei denen. Und dadurch hat er das Unternehmen sozusagen insgesamt bereichert während seiner Tätigkeit. Wir drehen am Ende nochmal einen Pauschalausgleich. Aufwendungsersatz, also Spesen, kriegt er grundsätzlich nur dann, wenn sie vereinbart sind. Provision kriegt er immer dann, wenn er erfolgreich ein Geschäft vermittelt hat. Ebenso kriegt er aber Geld, wenn er den Antrag geschickt hat an Vodafone und Vodafone ohne Grund verweigert, diesen Vertrag anzunehmen. Das heißt, Vodafone muss bei Ihnen gegenüber als vermitteltem Kunden den Vertrag nicht annehmen, aber Sie müssen trotzdem dafür bezahlen, dass der Handelsvertreter Sie als Kunden ausgesucht hat. Zurechenbarkeit bedeutet, der Vertrag muss gerade wegen dem Handelsvertreter zustande gekommen sein. Dafür genügt es, dass der Kunde akquiriert worden ist. Es genügt aber auch, dass Sie gerade in dem Bezirk akquiriert worden sind, wo der Handelsvertreter tätig ist, wenn Sie sich freiwillig gemeldet haben. Also er muss nicht auf Sie zugegangen sein, das reicht auch, wenn Sie zu dem gegangen sind. Auch dann hat er Sie akquiriert. Toll, ne? Ich bin ganz begeistert, die wollen jetzt alle Handelsvertreter werden. Die Provision kann vertraglich vereinbart werden. Wenn nichts vereinbart ist, gilt der übliche Satz, das kennen Sie alle aus 612, 632 BGB. Es wird monatsweise abgerechnet. Und man hat einen Einspruch auf Einblick in die Bücher des Handelsvertreters. Das heißt, man kann gucken, wie viel Geschäfte der gemacht hat. Das heißt, man hat da auch die entsprechende Transparenz. Und dieser Ausgleichsanspruch, habe ich Ihnen eben auch schon gesagt, ist gerichtet auf den Ausgleich der Vorteile, die verblieben sind nach Vertragsende. Dieser Ausgleich muss billig sein. Das heißt, auch da ist wieder eine Abwägung drin. Er kann ausgeschlossen sein, wenn der Vertreter freiwillig aufgehört hat und wenn er aus wichtigen Gründen rausgeschmissen worden ist, sonst gibt es diesen Anspruch. Last but not least, auch nach Ende des Vertrages darf der Handelsvertreter keinen Wettbewerb machen, wenn das vertraglich vereinbart worden ist. Wenn Sie also an unseren Vodafone-Verkäufer denken, dann kann er nicht sagen, nach Vertragsende geht zur Telekom und verkauft ab sofort Telekom-Verträge. Wenn man im Vertrag vereinbart hat, dass er für bis zu 2 Jahre stillhalten muss. Für dieses Stillhalten von 2 Jahren bekommt er wiederum Geld, dass er 2 Jahre lang keine Konkurrenz-Handy-Verträge verkaufen darf. Alternativ kann man sagen, kannst du ruhig verkaufen, dann muss man keine Entschädigung zahlen. Toll, jetzt wissen Sie, was ein Handelsvertreter ist. Ja? Ja. Der Handelsvertreter nach Vertragsende sagt,
Ja. Er kann aber auch die Karenzzahlung klagen. Er hat einen Anspruch darauf. Ja. Also insoweit hat er die Wahl. Er kann es androhen und dann, wenn nichts kommt, kann er halt diesen Teil des Vertrages durch Kündigung wieder beseitigen. Wie definiert das Gesetz Handelsmakler? Spannend, das ist genau das gleiche wie beim Handelsvertreter. Mit dem einzigen Unterschied, wenn Sie es angucken, was ist der Unterschied zwischen dem Handelsvertreter und dem Handelsmakler? Ja, der Handelsvertreter ist ständig betraut, der Handelsmakler nicht ständig. Zudem haben wir eine Einschränkung bei den Gegenständen, aber wenn Sie hier gucken, sonstige Gegenstände des Handelsverkehrs, ist das im Wesentlichen genauso breit wie beim Handelsvertreter. Gegenstände meint nur nicht Dienstleistungen, Gegenstände meint auch Ansprüche. Sie kennen alle Makler, nämlich Immobilienmakler, die Wohnungen vermakeln. Und Sie wissen, da gibt es jetzt neue gesetzliche Regelungen, dass immer der Vermieter den Makler zahlen muss und nicht mehr der Mieter. Um die geht es hier nicht. Handelsmakler sind nicht die Immobilienmakler. Handelsmakler sind nur solche, die gewerblich sind. Gewerbe, Sie erinnern sich, haben wir eben gesagt, mit den 4 Merkmalen, selbstständig, planmäßig und dauerhaft, nach außen kein freier Beruf. Das muss der Immobilienmakler nicht sein. Das ist ein ganz normaler BGB-Makler. Zudem reicht es nicht, dass der Handelsmakler sagt, ich habe hier einen Kunden, sondern der Vertrag muss auch zustande gekommen sein mit dem geworbenen Kunden. Erst dann kriegt er Geld. Und das Ganze betrifft nur Gegenstände des Handelsverkehrs. Und Wohnungen sind keine Gegenstände des Handelsverkehrs, das heißt, darauf findet es keine Anwendung. Ebenso wenig finden die Regelungen Anwendung auf den Headhunter. Das hat nichts mit Kopfgeldjägern zu tun oder irgendwie sowas, sondern was macht ein Headhunter? Nur mal so als Test. Ja, der sucht Personal für große Firmen. Das heißt, auch der Headhunter ist nicht erfasst. Was muss der machen? Er muss immer dann, wenn er einen Kunden akquiriert hat, den wesentlichen Vertragsinhalt mitteilen. Und wichtig, wenn er jemanden über den Tisch gezogen hat, haftet er nicht nur gegenüber seinem Auftraggeber, sondern auch gegenüber dem akquirierten Kunden. Der Handelsmakler soll also ein ganz neutraler Mensch sein. Er handelt nicht nur im Interesse des Auftraggebers, sondern auch im Interesse des akquirierten Kunden. Im HGB gilt die Regelung, dass grundsätzlich die Hälfte des Lohns vom akquirierten Kunden und die andere Hälfte vom Auftraggeber gezahlt wird. Das heißt, jeder zahlt die Hälfte. Bei Wohnungsmaklern im Sinne des BGB haben wir eine Sonderregelung, die habe ich schon eben angesprochen, wonach der Auftraggeber, also der Vermieter, 100% bezahlt. Das war der Handelsmakler. Finden Sie das spannend? Weil es keiner mehr da ist. Es gehen ständig Leute hier raus. Gut, weil das jetzt alles so langweilig war, habe ich noch ein Highlight für Sie. Der Kommissionär. Jetzt wird es lustig. Nein, eigentlich nicht. Kommissionär ist, wer es gewerbsmäßig übernimmt, Waren oder Wertpapiere für Rechnung eines anderen in eigenem Namen zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist jetzt mal eine Sache, die haben Sie noch nie gehört. Wir können das wieder aufspalten. Wir brauchen ein Gewerbe. Wir brauchen Kaufverträge. Und jetzt kommt das Spannende. In eigenem Namen auf fremde Rechnung. Bei Stellvertretung haben wir in fremdem Namen auf fremde Rechnung. Beim Kaufvertrag mit sich selber haben wir in eigenem Namen auf eigene Rechnung. Und hier haben wir jetzt die Kombination eigener Name, fremde Rechnung. Das Ganze nennt man auch mittelbare Stellvertretung oder verdeckte Stellvertretung. Ja? Das haben wir letztes Semester auch schon mal besprochen.
Und zwar im Zusammenhang mit der Drittschadensliquidation. Wie müssen Sie sich das vorstellen? Wenn Sie einen Gebrauchtwagen kaufen, dann gehen Sie zum Gebrauchtwagenhändler. Und es gibt zwei Varianten. Entweder der hat das Auto gekauft und verkauft Ihnen jetzt sein Auto, das in seinem Eigentum ist, und eigenem Namen auf eigene Rechnung weiter. Variante 1. Ja? Sie schließen einen Vertrag mit dem Gebrauchtwagenhändler über dessen Auto, da kriegt er den Kaufpreis, Sie kriegen sein Auto. Zweite Variante. Er handelt als Vertreter des Eigentümers des Autos. Er sagt, ich verkaufe Ihnen das Auto von Christian Müller, wohnhaft in Bonn da und da, dann zahlen Sie dem was Geld und er leitet das Geld abzüglich seiner Provision weiter an Christian Müller. Und das Auto wird Ihnen übereignet von Christian Müller, vertreten durch den Gebrauchtwagenhändler. Ja? Und jetzt kommen wir zur dritten Variante. Der Gebrauchtwagenhändler sagt, ich verkaufe Ihnen mein Auto und nehme von Ihnen das Geld. In Wirklichkeit ist es aber gar nicht sein Auto, sondern das Auto von Christian Müller. Und er nimmt das Geld, das er von Ihnen bekommt, und gibt das dem Christian Müller. Er sagt Ihnen aber nie, dass es nicht sein Auto ist. Er hält das geheim. Und das nennt man mittelbare Stellvertretung. Das Schwierige bei der Kommission ist, dass Sie sich merken müssen, wer ist Kommissionär. Und Kommissionär ist derjenige, der die Willenserklärung zum Abschluss des Vertrages abgibt. Der andere, den nennt man Kommittent. Kommittent ist derjenige, der bezahlt. Derjenige, dessen Auto weg ist, oder derjenige, der das Geld bekommt. Das ist der Kommittent. Kommittent, auf dessen Rechnung, Kommissionär, der den Vertrag schließt. Der Kommissionär hat die Pflicht, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns die Geschäfte abzuwickeln, und zwar gegenüber dem Kommittenten. Er muss also den Vertrag ordnungsgemäß schließen, darf die Leute nicht belügen, sondern muss nett sein. Wenn er das nicht tut, haftet er seinem Auftraggeber, dem Kommittenten, auf Schadensersatz. Er muss weiterhin auf das Kommissionsgut aufpassen. Also das heißt, wenn Sie ein Auto zum Gebrauchtwagenhändler geben, darf er es nicht irgendwie auf die Straße stellen, wo es geklaut wird. Und er muss auch Ihre Interessen wahrnehmen, er muss einen möglichst guten Preis für Sie raushandeln. Er handelt als Ihr Repräsentant. Er muss auch Ihre Weisungen befolgen, wenn Sie sagen, das darf nur an einen liebenden jungen Mann verkauft werden, weil nur der weiß, wie man mit diesem Auto umgehen muss, dann darf es an keinen anderen verkaufen. Sie können also hier einschränkende Weisungen erteilen. Ansonsten muss er Ihnen das, was er an Gegenleistung bekommt, herausgeben. Er muss Sie informieren über den geschlossenen Vertrag und er muss Rechenschaft legen, wenn er es nicht verkauft hat. Grundsätzlich trifft den Kommissionär keine Pflicht zur Erfüllung. Das heißt, der Kommissionär muss nicht übereignen. Der Vertrag kommt nämlich ausschließlich zustande zwischen dem Kommittenten und dem anderen. Das Problem an der Sache ist, nein, das ist die falsche Folie, dafür bekommt er eine Provision. Klar, er bekommt Geld dafür, dass er das Auto verkauft hat. Er bekommt zudem Aufwendungsersatz nach 670 BGB, das heißt die Spesen für die Plakate und die Anfahrt. Und wenn Sie seine Rechnung nicht bezahlen, kann er Ihren PKW verwerten und zu Geld machen. Grundsätzlich ist der Vertragspartner der Kommissionär, weil der Dritte weiß ja nicht, dass ein Kommittent dahinter steht. Der Kommissionär hat allerdings grundsätzlich keinen Schaden, wenn die Sache untergeht, denn er handelt ja auf fremde Rechnung. Ja, sind Sie verwirrt? Der Gebrauchtwagenhändler verkauft das Auto. Wenn jetzt das Auto vom Käufer beschädigt wird, bekommt der Kommissionär kein Geld.
Das ist mir aber relativ egal, was er eh nicht sein Auto ist. Es gehört ja dem Auftraggeber, dem Kommittenten. Der hat den Schaden, der Kommissionär sagt, ist ja nicht mein Problem. Ich kriege eh mein Geld. Deshalb, damit diese Vertretung dann nicht aufgedeckt werden muss, sagt man, dass der Kommissionär, der Gebrauchtwagenhändler, die Ansprüche des Auftraggebers in eigenem Namen geltend machen darf. Es wird also weiter so getan, als sei der einzige beteiligte Mensch dieser Kommissionär gewesen. Man denkt sich also in Hintermann hinweg. Verstehen Sie nicht? Passen Sie mal auf. Das funktioniert wahrscheinlich wieder nicht, aber es funktioniert eigentlich nie. Also, stellen wir uns das so vor. Es gibt eine Dreiecksbeziehung. Die heißt deshalb Dreiecksbeziehung, weil es den Kommissionär gibt, weil es den gibt und weil es noch da unten irgendjemand anderen gibt. Den nennen wir mal D. Die heißen normalerweise beide K. K1, K2 und D nennen wir sie. Sehen Sie das? Das ist ein eindrückliches Schaubild, ne? Jetzt, wenn ein Schaden eintritt, wenn hier 280 entstehen würde, in diesem Verhältnis K2 zu D, dann würde man im Normalfall sagen, kein Problem, Schuldverhältnis, die beiden haben einen Kaufvertrag geschlossen. Pflichtverletzung, 241.2, keine Rücksichtnahme auf Interessen des Verkäufers, deshalb Pflichtverletzung plus. Vertreten müssen, Vorsatz oder Fahrlässigkeit wird eh vermutet, liegt vor. Schaden, ja, denn die Sache des Verkäufers wurde beschädigt, also hat er eine Vermögenseinbuße. Bei der Kommission passiert das aber nicht, weil der K2 ja gar nicht seine eigenen Sachen verkauft. Der K2 verkauft nicht seine eigenen Sachen, einverstanden? Also kann er nie einen Schaden erleiden. Den Schaden erleidet nämlich der K1. Sehen Sie das? K1, oben. Warum ist es ein Problem, dass K1 einen Schaden erleidet? Ganz einfach, weil zwischen D und K1 kein Schuldverhältnis besteht. Warum besteht zwischen denen kein Schuldverhältnis? Weil die Linie hier ist. Da gibt es keine Linie. Sehen Sie das? Das Schuldverhältnis besteht nur da. Also würde man normalerweise sagen, Pech gehabt. K2 hat keinen Schaden, kriegt also keinen Ersatz. Und K1 hat kein Schuldverhältnis, also kriegt deshalb keinen Anspruch auf 280. Um dieses Problem zu lösen, gäbe es zwei denkbare Wege. Entweder wir fingieren ein Schuldverhältnis zwischen D und K1. Ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten des K1. Das tun wir aber relativ ungern. Das tun wir grundsätzlich nur dann, wenn irgendwie für den D erkennbar war, dass hier ein K1 auftaucht. Das wurde ihm aber nie mitgeteilt. Also scheidet diese Möglichkeit hier aus. Stattdessen tun wir einfach so, als gäbe es keinen K1. Wir denken uns den K1 hinweg und sagen, der K2 wird so behandelt, als hätte er selber den Schaden erlitten. Der Schaden des K1 wird so behandelt, als sei es ein Schaden des K2. Das nennt man Drittschadensliquidation. Und das können wir hier deshalb machen, weil aus Sicht des D ja ohnehin immer nur der K2 da war. Der D wird also genauso gestellt, als sei seine Vorstellung wahr gewesen. Dann gäbe es nur einen K2 und er müsste nur diesen Schaden wieder gut machen. Ja? Toll. Das Gesetz sagt weiterhin, im Verhältnis zwischen Kommissionär und Kommittent gelten die Forderungen, auch wenn sie nicht abgetreten worden sind, als Forderungen des Kommittenten. Was soll das bedeuten? Hier wird der Kaufvertrag geschlossen, 433. Das bedeutet, eigentlich hat der Gebrauchtwagenhändler einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises aus 433.2. Der Kaufpreis gehört wirtschaftlich allerdings demjenigen, der das Auto gehörte, dem Auftraggeber.
Deshalb sagt 392 Absatz 2, im Innenverhältnis zwischen diesen beiden gilt der als Inhaber der Forderung und der nicht. Warum nicht? Damit hier seine Gläubiger ihm das Geld wieder wegnehmen können. Und hier keiner zugreifen darf. Weil es könnte ja sein, dass der verschuldet ist und jemand bei ihm das Geld direkt abgreifen will, weil er hat einen Anspruch auf 433.2. Das verhindert 392. Also im Verhältnis zwischen den beiden gilt der als Inhaber der Forderung. Wenn der Kommissionär ein gutes Geschäft macht, so kann er das zu viel erzielte Geld nicht behalten, sondern muss auch den zu hohen Kaufpreis, also wenn er zu viel Geld bekommen hat, an den Auftraggeber abführen. Das heißt, die Vorteile des Kommissionärs kommen dem Kommittenten zugute und nicht ihm. Wenn er dagegen ein schlechtes Geschäft macht, muss er es unverzüglich melden und der andere hat dann die Chance, unverzüglich zu sagen, dass er dieses Geschäft nicht als seins geltend machen will und stattdessen aus 280 vorgehen will. Einzige Ausnahme ist, dass der Kommissionär freiwillig bereit erklärt, den Unterschied zwischen dem Mindestpreis, den er haben wollte, und dem tatsächlich erzielten Preis aus seiner Kasse auszugleichen. Der Kommissionär kann auch selber die Sache kaufen für eigene Sache, das heißt, er kann selber mit sich einen Vertrag abschließen für den Kommittenten. Allerdings gilt dann der beste Preis im Sinne von, wenn er es billiger kauft als der Marktpreis, würde er seinen Auftraggeber über den Tisch ziehen, dann muss er mindestens den Marktpreis erzielen. Wenn er weniger ausgibt, ist der Vertrag für ihn unwirksam und das war's dann. Diesen Fall hier sollten Sie auch lösen können. Sie sehen, ein toller Fall. V beauftragt den Kommissionär für ihn Handelsware zu verkaufen. K veräußert die Handelsware an den Gutgläubigen J. Der verspricht, in 14 Tagen zu zahlen. Nun stellt sich heraus, dass die Ware eigentlich dem E gehörte und V diese als Lagerhalter unterschlagen hatte. E fragt nach seinen Rechten gegen V und oder K. Nicht gegen G übrigens. Ja, ich sehe die Begeisterung hier. Ja? Ja, wenn, wovon ich mal ausgehe, dass schon übergeben wurde, mhm, das Eigentum schon gewechselt hat und der Gutgläubig war, mhm, dann kann er von V, wenn er übergeben, genehmigt, das erlangte nach 816 herausgelangt. Sehr gut erkannt. Es geht um 816. Aber die Frage ist, an wen muss es sich halten? An V oder an K? Ja. An V, weil mit dem ist ja das Geschäft abgeschlossen, was seine Rechtsänderung. Mit wem ist das Geschäft abgeschlossen? K veräußert die Handelsware. Ja, aber K ist ja nur Kommissionär für V. Ja. Und damit ja praktisch nur einen Vertreter. Ist der Kommissionär Vertreter? Das habe ich gerade gesagt. Die ganze Zeit. Was ist der Kommissionär? Mit wem kommt der Vertrag zustande? Schauen Sie mal dieses tolle Bild an. Mit dem Kommissionär. Ja. Also, wo könnte das Problem liegen? Das Problem ist, das Geld steht zwar wirtschaftlich dem Kommittenten zu, ja, einverstanden, aber der Vertrag wurde geschlossen mit dem Kommissionär. Und wir haben eben gesehen, es gibt zwar diese Regelung hier, die sagt, im Verhältnis zwischen den beiden gelten sie als Forderung des Kommittenten. Hier geht es aber dummerweise nicht um das Verhältnis zwischen den beiden, sondern um das Verhältnis zu dem E, dem Dritten. Also in der Tat die umstrittene Frage, an wen muss er sich halten? Und Sie können das so oder so entscheiden. Sie können einerseits diese Norm hier anwenden und sagen, es gilt der wirtschaftliche
Gewinnbegriff und wirtschaftlich steht der Kaufpreis, der noch nicht zurückgezahlt worden ist, dem Kommittenten zu, das heißt dem Hintermann. Also muss der aus 1862 in Anspruch genommen werden. Oder Sie können sagen, nein, das Geld liegt momentan beim Kommissionär, also ist der derjenige, der herausgeben muss. Sobald das Geld gezahlt worden ist, der Kommittenten, ist der natürlich auf jeden Fall der Richtige. Die Frage ist nur, was vorher gilt. So, nach diesem schwierigen Fall, das ist auch die Antwort auf Frage 2 übrigens, haben wir jetzt Schluss. Die nächste Woche wird besonders spannend für Sie. Und deshalb, damit die besonders spannend wird, haben Sie jetzt folgende Hausaufgabe. Im Internet stehen 2 Klausurfälle und Sie müssen diese Klausurfälle lesen und, raten Sie es, lösen. Und wir besprechen dann nächste Woche den Klausurfall. Und ich werde einfach Leute dran nehmen, weil ich ja davon ausgehe, dass sie alle den Fall gelesen haben und auch gelöst haben. Und das können sie dann hoffentlich nächste Woche. Dann kommt jetzt gar keiner mehr.